Allerseits da draußen im YouTube-Land. Ich bin JM und dies, mein heutiger Beitrag, ist Comics, I mean, duh. Hey, why not? As far as I'm concerned, a truly interesting subject to explore. For young and old alike, for readers, collectors, investors, scholars, whatever. It's a rich basket of history to explore. And I'm not through with all. Why are hundreds of view counters on your videos dead for many years? The people responsible didn't tell me. Oh, so really? How should I know of all people? Beiträge hier über ausgerechnet Comics. Ja, berechtigte Frage. Hintergrund ist so ein bisschen, wer kennt denn überhaupt noch Comics am Zeitschriftenstand oder am Kiosk? Das sind ja ganze Generationen, denen dieser Zugang völlig verwehrt blieb, die eben jetzt zwar das Internet haben als Informationsquelle und eine Comic-Convention oder Sammlermesse, aber sich einen Überblick zu verschaffen, haptisch, das ist ja heutzutage fast nicht mehr möglich. Da wollte ich einfach ein bisschen Abhilfe schaffen. Vielleicht gelingt ja mal wieder ein Comeback für die Sammlerszene, für antiquarische Hefte, für steigende Sammlerwerte. Woher stammt diese riesige Diskrepanz an teils Hunderttausenden von Views, dann wieder nur eine Handvoll bei gleichen oder verwandten Themenbereichen? Ja, das wüsste ich ebenfalls zu gerne. Es ist ein Phänomen.